Da sind wir also wieder auf der Insel LPM World. Willkommen zurück zu Tomodachi Life. Es hätten mich wahrscheinlich diverse Leute am liebsten geköpft, wenn ich das Spiel, das Let's Play, nicht wieder im Adventskalender aufgegriffen hätte. So viele freuen sich auf, naja, neues Material, dass das Let's Play weitergeht oder gar ein neues Let's Play davon beginnt. Und es war und ist bis heute mein beliebtestes Let's Play auf meinem Kanal. Dass ich es trotzdem nach 106 plus was weiß ich wie viel Bonusparts beendet habe, hat einfach den Grund, dass sich vieles wiederholt hat. Aber inzwischen haben wir uns regeneriert und sind bereit für einen neuen Part. Berühren. Let's go! Ich krieg einen Anruf, was geht ab? Hallo? Hallo, Kesha. Oh, Captain Falcon und Kesha haben ein Kind. Nicht nur, dass sie ist erwachsen geworden. Ups, hab ich wohl was vergessen. Reisen schicken oder allein leben lassen. Was findest du besser? Reisen lassen betrifft ja diese Streetpass-Geschichten. Und da jetzt erstmal keiner kommt, mache ich das nicht. Aber allein wohnen lassen? Ich glaube, es ist gar kein Platz mehr da. Ich probiere es trotzdem, aber die wird wieder zum Kind schrumpfen, denke ich. Es scheint, als wäre in den Mii-Apartments kein Platz mehr für weitere Bewohner. Tja, um Monika zur Einwohnerin zu machen, musst du erst ein anderes Mii zum Wegzug bewegen. Also löschen. Wegzug. Wegzug. Um ein Mii zum Wegzug zu bewegen, lösche einfach seinen Namen in der Freundesliste im Rathaus. Das ist so herzlos. Jemand auszieht. Und solange bleibt sie klein. Gucken wir uns gerade mal an. Hier ist das Mii-Viertel. Und jetzt ist sie wieder zum Kind geschrumpft. Erwachsen werden verboten. Kind? Ja, spielt im Sandkasten. Tja, dann halt nicht, ne? Hätte ich am liebsten auch gesagt, als ich 18 wurde. Och, ich gehe lieber wieder auf die 13 zurück. Schön wäre es gewesen. Was geht ab beim Ehepaar Mr. Bean und Katy Perry? Ich sag euch gleich noch ein paar Takte. Ach so. Ich kann jetzt nur einen holen. Ich hole mir den großen Weisen. Verdammte Axt. Verdammte Axt? Was ist los? Ich habe mich mit Alf gestritten. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Na und? Ja, okay. Ich habe mich mit Alf gestritten. Ich bin so wütend. Ist das so, ja? Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Die Auswahlmöglichkeit hatte ich gerade nicht. Er will ein Geschenk. Ja, du kriegst nichts zu essen. Geht da nicht. Da geht noch anderes Stuff, oder? Eine Einfarb-Wollmütze. Kein Plan. Hier. Naja. Ob sie ihm steht, könnt ihr ja beurteilen. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Bestimmt. Wenn sich Alf totlacht wegen der Mütze, dann ist wieder alles in Butter. So, Mr. Bean bei den Tanners. Da treffen TV-Legenden aufeinander, du. Legenden der 80er. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Schön, schön, schön. Oh, der Hüftenshaker. Danke, wir haben uns vertragen. Ah, die Stimmen und so, auch von Alf. Das weckt Erinnerungen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Langsam bekomme ich doch wieder Bock auf das Spiel. Also so richtig Hustensaft. Kann ich gebrauchen. Alf weiß echt Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Das ist wohl zutreffend. Was der für ein Geblubber von sich gegeben hat damals in 4 Staffeln. Schon der helle Wahnsinn.
Alles klar. Wisst ihr, mein Gedanke war, ich hätte mir sogar den Aufwand gemacht, einen neuen Tomodachi-Life-Spielstand zu erstellen mit den Charakteren aus dem Miitopia-Let's Play. Wisst ihr, ihr habt es ja vielleicht gesehen, wer da alles neu dabei war. Donald Trump und dies, das, Ananas. Ich war mir nur unsicher, zum einen wäre dann doch dieser Spielstand hier gelöscht, oder? Und das wäre ein bisschen schade, weil ich habe schon viel Energie und Zeit hier reingesteckt. Zum anderen wäre es vielleicht nicht ganz so interessant gewesen, weil entweder man betrachtet es als Gesamtwerk, was immer weiter wächst, weil wenn ich das jetzt gemacht hätte, ich meine, keiner hätte eine Einrichtung gehabt, keiner hätte perfekt viel Essen und so. Also lieber ein komplettes Let's Play früher oder später. Ich warte nur ein bisschen ab, ob ein neues Tomodachi Life kommt. Vielleicht für die Switch, ich kann es mir immer noch gut vorstellen. Wäre möglich. So, die Nachrichten. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Mit dem Minion. Ein aufregendes neues Fossil wurde entdeckt. Das Forschungsteam hat an der Ausgrabungsstätte an der LPM Vault gestellt. Mehrere Diamanten in einer 10.000 Jahre alten Erdschicht entdeckt. Archäologen zeigten sich erstaunt über ihren außergewöhnlich guten Zustand. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Normalerweise rührt mich sowas nicht so sehr. Geht's vielleicht auch mit ein wenig mehr Enthusiasmus? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Minion unverbesserlich und das waren die Mii-Nachrichten um 5 Uhr. So, ganz wichtig. Erstmal Geld spenden, das muss schon sein. Der Glücksbrunnen, jeden Tag looten. Wortkette mit Essen. Ach nee, hier geht gerade was ab. Milfeuille. Milfeuille. Erdnüsse. Achso, und jetzt wieder ein Wort mit E. Erdbeerkuchen. Jetzt ein Wort mit N. Nudeln mit Pesto. Ihr versteht das Prinzip. Orangensaft. Sehr gut, sehr gut. Tacos. Leg dich nicht mit Professor Layton an. Soft Eis. Schokokrasser. Trüffel. Vor allem das Publikum. Walt Disney, Michael Jackson. Lollipop. Bella Swan und Rosalina. Polenta. Ananas. Sauerkraut. Da kriegt man ja langsam Hunger hier. Tapas. Eigentlich nicht. Spaghetti Peperoncino. Sehr präzise. Nicht einfach nur Spaghetti. Olivier-Salat. Tomatensaft. Tintenfisch. Hummus. Schwarzti. Entenbrust. Turon. Nudeln mit Pesto. Das hatten wir schon. Aua. Wow, Toadette hat gewonnen. Nudeln mit Pesto. Sehr gut. Nice one. Noch irgendein Ereignis? Ja, es ist spät. Ich glaube, es gibt hier kein Geld sammeln am Brunnen. Das Spiel hat ein bisschen gemotzt, als ich es gerade angeschmissen habe. Von wegen, hey, du hast irgendwann mal dein Datum am 3DS verändert. Dann geht das aber nicht, du. Schade, hab ich nicht dran gedacht. Aber ist ja nicht schlimm. Trotzdem gucke ich, was es Neues gibt. Importwaren, die sind ja jetzt alle da. Sagt Galifianakis, deswegen wollte ich wissen, was du als neu bezeichnen willst. 1920 hat Leid. Äffchenkopf. Der Blumenhaarclip ist neu. Der helle Wahnsinn. Spektakulär mit der Betonung auf Speck. So. Guck ich mal, ob irgendjemand am Strand chillt. Gar keiner? Was? Ich habe alle Bewohner voll. 100 Stück. Und keiner ist am Strand? Aber doch wohl im Vergnügungspark. Hä? Liegt das an dem Ereignis? Mit Wortkette? Kaffee, komm. Da geht doch was. Das ist doch nicht in Ordnung. Das ist doch nicht wahr. Gut. Sehen wir was Interessantes. Herzen können wir vielleicht in diesem Part ja, für die Liebe etwas tun. Ich habe unten schon ein Herz gesehen. Keine Angst, aber ich gucke trotzdem hoch. Ja, das ist der Obama hat sich verliebt. Das wird interessant.
Ist es Hillary Clinton oder doch Merkel? Naja, Hillary Clinton wohnt nicht hier, aber... Okay, Obama und Merkel, ich bin dafür. Es ist nichts. Lass mich einfach ein wenig in Ruhe. Ja. Also Christina Aguilera ist eine beste Freundin von ihm. Wurde da jetzt mehr draus oder ist es jemand anderes, Obama? Yes, we can. Ich habe mich in C18 verliebt. Ich muss es eben sagen. Ah, C18 von Dragon Ball, das ist cool. Wenn der Krillin davon erfährt, aber ich helfe dir trotzdem. Nur wie soll ich es ihr sagen? Mal sehen, ob wir wirklich... Ich weiß jetzt nicht, ob die C18 mit jemandem zusammen ist im Spiel, ja? Das habe ich nicht mehr im Kopf. Sag's klassisch, romantisch, zieh eine Show ab, tu verzweifelt, niedlich, Spruch aufsagen, sing ein Lied, kommt doch bestimmt immer gut. Aber wann und vor allem, wo soll ich es ihr sagen? Das sag ich dir sofort, pass auf. Im Klassenzimmer, auf der Bühne, auf dem Turm, im Park, ich nehme das Café. Und soll ich mich davor lieber umziehen oder besser so bleiben? Na hör mal, du bist doch exzellent gekleidet, nicht umziehen. In Ordnung, dann nehme ich jetzt alle Mut zusammen und gehe zu ihr. Kann man bei C18 Punkten noch, wenn man nicht mehr aktuell der Präsident der Vereinigten Staaten ist? Luigi. Zucker und Milch zu meinem Kaffee brauche ich nicht mehr, wenn ich dich sehe. Du bist so süß und immer gut drauf, hältst zu jeder Zeit mir mein Leben auf. Das war's. Was meinst du dazu? Und? Nein, das geht nicht. Nein. Es ist nicht besonders gut gelaufen. Tja. Jetzt kennen wir die Gründe dafür, dass er nicht erneut angetreten ist, nicht wahr? Depressionen. Ach. Dann gönn dir doch mal eine Fischfrikadelle. Die hat doch bisher jedem geholfen. Na, alla. Fand er echt lecker. Ach. Kann ich dir gerade nicht helfen. Ja, dumm gelaufen. Wie ich so zu sagen pflege, mehr als eine geklatscht kriegen kannst du ja eh nicht. Jetzt würde mich interessieren, C18, ob die vergeben ist. Oder ob da eine Chance bestünde oder bestand. Ich rufe die mal von Jack Sparrow zurück. Also sie steht mehr auf Piraten. I see that. Hier in Dr. Geros Labor. Wunderbar. Ah, du warst doch das Ebenbild von L.P. Markus, nicht wahr? Ja, schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, das ist richtig. Meine Freundschaft mit Lena soll nie zu Ende gehen. In der Tat, Partner Jack Sparrow. Ihr seht's ja auf dem einen Bildschirm. Neben dem Magen, unter dem Magen. Entschuldige, ihre Lieblingsspeisen Döner, Frikadelle, Schnitzel. Das Mädel hat Geschmack, das hätte ich mir auch geangelt. Aber im Spiel ist das Let's Play Markus Me wirklich... Dem ist nicht zu helfen. Er ist beim Grundschul-Markus zu Besuch. Okay. Ich mit meinem Totenkopf, das sehe ich dem gleich aus. Hauptsache, er chillt bei Merkel, das hat doch Gründe. Und mit Krillin wird ein bisschen Wii U gezockt, das sieht nach Nintendo Land aus. Krasses Zimmer. Ich will die Zimmer noch so durchgehen. Na gut, wir sehen jetzt da nicht so viel, weil der ist nicht da. Na, das krasse Nintendo-Zimmer, Mr. Bean. Ja, eher ein bisschen klassisch. Der Rocco ist auf dem Aussichtsturm. Da gucke ich doch mal vorbei, was er auf dem Aussichtsturm macht. Mit Satoru Iwata auf der Bank chillen. Der Satoru Iwata. Manchmal wünsche ich mir, er hätte erfahren, dass die Switch eingeschlagen ist. So, Angelina hat so ein bisschen eine etepetete Schmink-Szenerie.
Alf, ja, wie gesehen, bei den sieht's aus wie bei den Tenners. Das passt schon sehr geil. Snoop Dogg. Oh. Mit Mr. Burns am Start. Katy Perry auch sehr feminin. Das ist dasselbe wie bei... Das passt aber einfach nur... Oh, ja, das passt zu C18 halt super. Was ist... Das ist L. Als Eggman passt's halt auch. Der Iva hat da mit seinem japanischen Look. Lena. Auch normal. Krillin draußen. Er trainiert halt gerne draußen, ne? Dr. Mario mit seiner Arztpraxis. Ach, das hat so wunderbar gepasst, ne? Layton tut was für die Fitness mit seinen Büchern, warte. Das passt echt grandios. Meine Güte. Kein Wunder, dass ich das Let's Play so gefeiert habe. Ach, die ziehen sich ja random die Hüte an und so, ne? Das war ja der Witz. Albert Einstein, ein sehr altmodisches Zimmer. Alter, wenn ein neues Tomb of Legend Life rauskommt, ich schwöre euch, und wenn das mindestens so taugt wie dieses, ich schwöre euch einfach, das wird der Hammer. Und das Let's Play, das lassen wir dann laufen. Einfach nur, weil, warum nicht? Harry Potter, was ist los? Ja, der macht was Sinnvolles, ist in Ordnung. Aguilera hat so eine kleine Kneipenveranstaltung. Da fühlt sich auch Miley Cyrus wie zu Hause. Angela Merkel mit ihren Kakteen. Ja gut. Im Bundestag konnte ich jetzt noch nicht einprogrammieren. Emma Stone im Himmel. Die 18 haben wir gesehen. Stefan Raab. Das war auch ein bisschen, ich will fast sagen, Clickbait. Eigentlich nicht, aber so ein bisschen das YouTube-Video in den Trends. Ne? Stefan Raab ist wieder da. Live. Sah aus wie eine neue Live-Show, aber ist ja nur ein Live-Auftritt à la Mario Bart. Selena Gomez. Jack Sparrow hat ihr seine Kajüte. Heftig, es passt einfach so geil. Gut, dass ich Professor Eich in den Hamsterkäfig gesteckt habe, ist natürlich so eine Sache für sich, aber das liegt halt daran, naja, der mit seinem Pokémon Zoo. Samus Aran treibt sich auch gerne in kälteren Gefilden rum. Muss aber dann einen Suit tragen, was soll das denn? Arnold Schwarzenegger in seinem Hotdog-Kostüm. Herrlichst. Trainier noch ein bisschen. Dann haben wir Marilyn Monroe, die auch unpassenderweise, muss man sagen, wie gesagt, die ziehen sich ja ab und zu selber um bei den Sachen, die man gekauft hat. Ja, deutsches Outfit. Der Z-Slayer LP, Chuddy, Chuddy, Chuddy. Ach, der hat eine Gefängniszelle gehabt. Toadette, die hat's schön bunt. Mr. Burns. Ja, das sieht ein bisschen aus, ja. Wie im Kraftwerk, da mit den Büsten und so. Steil. Natürlich, Miroslav Klose im Stadion. Ash Ketchum, na gut. Verrückte Pokémon-Welt. Er lebt in einer Pokémon-Creepy-Pasta. Da gehört er auch hin. Heidi Klum hat so eine Umkleide, sag ich mal, Ozzy Osbourne. Ey, es ist so herrlich! Ich habe das ja nicht vergessen, aber es fällt mir halt ein, wenn ich sehe. Avril Lavigne mit ihrem Skaterboy, Skater-Schanze. Obama bläst Trübsal in seinem weißen Haus. Tja, der Elvis, der lässt sich's auch gut gehen hier mit Helene Fischer. Prinzessin Zelda, gut, da habe ich jetzt nichts Perfektes gefunden. Da müsste man was Königliches kaufen, Miyamoto. Der hat's auch modern japanisch, denke ich, aber spielt Wii U. Mein Gott, was man mit so ein bisschen Zeitaufwand hier perfekt hinkriegen kann. Klitschko im Boxring. Zach Galifianakis in... Ja gut, in einer Autowerkstatt oder in seiner Garage. Miley Cyrus. Der Hamburger, oh, sieht das geil aus. Meine Fresse. Ness in seinem Kinderzimmer. Jalla ist das Kind von Chuck Norris und Bella gewesen. Will Smith, der ist auch hier Man in Black mäßig unterwegs. Palutena am Himmel passt. Lady Gaga hat eine Gaga-Ausstellung in ihrem Zimmer. Hagrid hat auch die, ja, hat seine Hütte im Wald, ne? Ashley von Game & Wario oder der WarioWare-Serie. Das passt ebenfalls. Jesus hat nichts Perfektes. Der hätte doch den Himmel kriegen können. Kann ich das nicht einrichten? Kann ich das nicht kaufen? Na, ich habe keinen Himmel übrig, bestimmt. Aber ich könnte ihn doch theoretisch kaufen, oder wie viel kostet der?
Interessierst du dich gar nicht mehr für uns, Ebenbild von LP Markus? Oh, das geht mir nah. Das zerreißt mir das Herz, wirklich. Jesus Christ. Aber du weißt doch, dass du in Miitopia, gerade du... Ich hab Langeweile. Ist nicht irgendwo was Interessantes los? Du warst dabei in Let's Play Miitopia. So viele andere kamen nicht in den Geschmack. Ist er noch Level 1? Oh, um den habe ich mich gar nicht gekümmert, du. Antike Bibliothek gibt dem so einen Himmel. Das passt doch hervorragend. Weihnachten. Das sieht fantastisch aus. Das habe ich übrig? Den Weihnachtsmann kann ich auch reinziehen lassen. Also wenn ich mir Gedanken mache, wirklich, dann habe ich bestimmt wieder viele geile Ideen. Ein neues Tomodachi Life Let's Play und ich würde zum einen natürlich bekannte Bewohner mit reinpacken, aber auch ja von Miitopia plus eben ganz neue Gesichter. Da wird mir schon was einfallen. Oh, wir gucken mal in den Traum von Jennifer Lopez rein. Halt die Klappe. Gucken wir mal. Sie ist so ein Wackeldackel. Während Professor Layton und Toadette anscheinend durch die tiefsten Wälder fahren, kann ich irgendwas machen? Es sieht nicht danach aus. Was? Warum halten wir an? Was ist denn los? Ich glaube, ich muss gleich tierisch furzen. Warte, mach erst das Fenster auf. Schnell. Oh nein. Hm? Nee, ich glaube, der Druck ist weg. Ja. So kann man natürlich träumen, ja. Das sind auch meine typischen Träume. Wackelkopf, Puppe. Oh. Schon gut. Ich hab's nicht mehr mitbekommen, was er geblubbert hat. Der T-800, der Terminator, Cindy aus Marzahn, Amy Rose, die Queen, träumt ebenfalls und hat ein Problem, da gucken wir rein. Queen Elizabeth von England. Die gibt's ja auch noch, hätte ich mitbekommen, wenn es die nicht mehr gäbe. Deck die Solarzelle doch mal mit der Hand ab. Was mit der Kamera? Ach, hier. Hä? Aber so hell ist ja leider gar nicht. Oder? Und jetzt deck ich ab? Ja, das wird wohl alles gewesen sein. Jo. Schatz, Solarmodul. Kam mir auch verdammt unbekannt vor. Vielleicht hatten wir diesen Traum noch gar nicht. Das Ebenbild von LP Markus. So lange nicht gesehen. Bis zum nächsten Mal, Queenie. Rosalina, warum hat die ein Büro? Mit Heidi Klum. Michael Jackson mit seinem Kabuff. Bulma von Dragon Ball, ebenfalls am Träumen. Ich mag Träume. Okay, ist jetzt der letzte Traum, aber da gucken wir nochmal rein. Bin so ein bisschen neugierig, ne? Dasselbe, schade. Das ist natürlich Käse. Wieder ein Beweis dafür, wie sich bei Tomodachi Life oft etwas wiederholt. Nee, ich bin schon weg. Entspricht halt wirklich der Bulma aus dem alten Dragon Ball, nicht aus Dragon Ball Z. Oder so. Chris Redfield. Den müsste ich hier ein Kriegsszenario einrichten mit einer der Wollo Bayonetta. Ja, Alfons Hadler, niemand anderes. Ein Doc Brown in seinem Western-Look wie in, ja, Zurück in die Zukunft 3 gesehen. Da fühlte er sich ja wohl. Marcel Davis im 1&1 Büro. Magikarp. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass der Marcel Davis, den gibt es ja immer noch. Der arbeitet immer noch für 1&1, aber halt nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und zwar in, wo arbeitet der denn? Hallo, Ardo. In, na sag schon. Schade, jetzt ist es mir entfallen noch glatt. Aber da fahre ich öfter dran vorbei. Ich sag euch das. Ich guck mal ganz kurz, wo das war. Montabaur. Ja.
Der Ort Montabaur, wenn ich von Darmstadt zum Beispiel nach Köln fahre, fahre ich da dran vorbei und das 1&1-Gebäude sieht man von der Autobahn auch noch ganz fett. Und da rechts ist dann so eine fette Wiese, da wurde glaube ich das sogar gedreht, wo der Marcel Davis auf der Wiese steht und sagt, sogar hier drüben! Und er arbeitet da immer noch, also irgendwann gehe ich den besuchen. Also der arbeitet wirklich. Man glaubt das kaum. Entschuldigung, dass ich jetzt so lange die Bewohner durchgehauen habe, aber ich bin wirklich ein bisschen... Ja, ach, man sieht es auch immer, wenn einer da ist. Yay, die haben Spaß. Die 18 ist gut über den Korb, den sie verteilen musste, hinweggekommen, also... Ja! Lasst euch auch nicht verwirren vom Datum. Ich weiß nicht, was mit meinem 3DS, der ist total... Da geht mehr ab, als es sollte. Wer liegt denn da auf dem Schneerasen? Ist es Will Smith? Es ist Mr. T. Ja, es ist Mr. T. Jetzt sehe ich's. Der aus der WoW-Werbung? Ja, kann man sagen. Das kann man sagen. Mal sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir 2018 weitermachen. Ich kann mir auch vorstellen, dementsprechend, dass das hier unser... Ich habe es die letzten Male schon gesagt, ne? Aber dass das hier diesmal der wirklich letzte Ausflug ist ins alte LPM-World. Jetzt sind schon alle am Ratzen, oder was? Also eigentlich... Zelda... Reggie. Ich löse noch ein Problem von... Jetzt gar nicht. Nehmen wir Lucky Two, der will sich mit irgendjemandem befreunden anscheinend. Mal sehen, ob das klappt. Billy, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Schön, dass du hier bist. Er mag Chili-Garnelen. Ist interessant. Ich wäre so gern mit Ado befreundet. Ja, passt zusammen, muss ich sagen. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Lustiges. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Das passt schon. Zwei freundliche Gesellen. Auch wenn der Ado gerade nicht so aussieht. Hallo, ich bin's. Lucky Two. Du weißt schon, der mit Stachis wirft. Aber auch der dich in Mario Kart, naja, aus den Abgründen und aus dem Wasser wieder rausfischt. Gut, ich nehme dir Geld dafür ab. Aber besser als zu sterben, oder? Na siehste. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Das waren auch überzeugende Argumente, finde ich. Level 2 für Lucky Two. Nicht schlecht. Eigentlich doch. Wir schenken ihm ein Objekt. Eigentlich muss er auch zocken, ne? Das haben wir schon so oft gesehen. Eine Angel. Ich muss ihm doch eine Angel schenken. Ja, da hilft ja alles nichts, ne? Da muss definitiv eine Angel her. Es ist doch Lucky Two, Mensch. Bam, badam, badam, bam, bam, badam, badam, bam. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Kaleidoskop. Noch was? Kennst du die Legende von Ado? Nein? The Legend of Ado. Dann lass sie dir unbedingt mal von ihm selbst erzählen. Ach ja, wisst ihr, das Video heute war nicht wirklich, also es fühlte sich nicht wirklich an wie ein brandneuer Part. Es fühlte sich eher an, wie er direkt angeln geht, sehr schön. Na, beißen Jeep-Jeeps an, in denen Monde stecken. Es fühlte sich eher an wie eine Hommage, wie eine Erinnerung, was wir alles Tolles erlebt haben im bis heute beliebtesten Let's Play auf Let's Play Markus. Naja, wie gesagt, heute ist nicht aller Tage. Das Franchise kommt wieder, keine Frage. Und selbst wenn überhaupt kein neuer Teil erscheint, bringe ich halt das hier nochmal. Aber ich bin doch schon guter Dinge und optimistisch. Das war so erfolgreich, Nintendo lässt sich das nicht durch die Lappen gehen. Und wenn nicht für die Switch, dann für den 3DS-Nachfolger. Es war viel zu kurz die Zeit, aber sie ist um. Danke fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal. Ich sag bis dann und ciao!